Liebe Freunde, liebe Wahrheitssuchenden, diesmal möchte ich das Buch Band 7, der Steine der Macht, rezensieren. Das Buch Das Blut am Untersberg beschreibt eine Sprengung am Untersberg durch den General. Dadurch wird der Fluss rot gefärbt. In den Nachrichten wird behauptet, dass dies ein normaler Erdrutsch gewesen sei und nicht durch eine Sprengung verursacht wurde. Aber Stan Wolf behauptet, dass der General und seine Truppe dafür verantwortlich waren. Wir werden uns jetzt eine Zusammenfassung der ersten 6 Bände anschauen. In Band 1 der Serie beschreibt Stan Wolf, wie er eine Zeitanomalie am Untersberg erlebte. Er trifft auf General Hans Kammler, der am Untersberg am Ende des Krieges eine Station erbauen ließ. Dr. Kammler klärt zu Stan, dass der Zeitfluss im Untersberg 300 Mal langsamer verläuft als bei uns hier draußen. Stan Wolf kriegt dann den Auftrag von Dr. Kammler nach Fuerteventura zu fliegen, um dort einige wertvolle Kristalle zu holen. Das Buch endet mit der Sprengung zum Eingang zu der Basis von Dr. Kammler. Im Band 2 reist Stan Wolf mittels Zeitkorridore oder Portale in die Vergangenheit. Er reist in das Jahr von 1776 von Salzburg und sieht dort, wie der junge Mozart arbeitet. Stan Wolf macht auch eine Reise durch einen Zeitkorridor in eine potenzielle Zukunft. Dort sieht er Flugscheiben am Himmel. Im Band 2 beschreibt Stan Wolf, wie er eingeladen wird in die Station von Dr. Kammler und wird dort der Nullpunktgenerator gezeigt. Der Nullpunktgenerator wird seit der Zeit von Nikola Tesla durch die satanische Elite unterdrückt. Nach der Wende werden all diese Technologien weltweit verfügbar sein. Das Buch endet mit einem Zitat von der Göttin Sekhmet. Im Band 3 wird Stan Wolf den Energieraum der Station gezeigt und Dr. Kammler sagt, dass wenn er dies nachbauen würde, dann würden ihn die Energiekartelle sehr schnell aus dem Weg räumen. Dr. Kammler sagt, dass all diese Geräte nach der Wende weltweit verfügbar sein werden. Ein wenig später zeigt Dr. Kammler Stan Wolf den Chronovisor oder Chronoskopen. Mit dem Chronoskop kann man in die Vergangenheit schauen. Stan Wolf schaut durch den Chronovisor und sieht die Vergangenheit von Salzburg. Von der Dampfeisenbahn um etwa 1920 bis hin zu den Krieg- und Truppenbewegungen gegen 1945. Dr. Kammler sagt, dass Zeitreisen die Geschichte nicht wesentlich verändern kann, sondern man kann nur keine Veränderung der Zeitlinie vornehmen. Die Schattenregierung besitzt selber Chronoskopen und benutzt diese Geräte zu ihrem eigenen Vorteil. Nach der Wende wird jeder in die Vergangenheit sehen können mit des Chronoskopen. Stan Wolf hält noch ein Isis-Ritual mit den Isis-Rinnen am Untersberg ab und so endet das Buch. Im Band 4 der Steine der Macht, die goldene Kugel am Untersberg, beschreibt Stan Wolf eine Reise zur Basis 3 der RDs in der fernen Vergangenheit. Er geht durch das Zeitportal und befindet sich auf einer Insel mitten im Atlantischen Ozean. Hier leben die RDs mit Nullpunktenergie und drahtloser Energie. Alle Geräte und Transportmittel erhalten gratis Energie. Die Bewohner von Basis 3 haben alles, was sie brauchen zum Leben und sind komplett autonom qua Energie und Essen. Die meisten Leute arbeiten hier an der Forschung, sagt der Begleiter zu Wolf. Die Insel wird durch einen Prallschirm geschützt von potenziellen Angreifern. Weiter schreibt Stan Wolf und einen anderen Schriftsteller, der auch eine ähnliche Geschichte im Buch Die Neun Unbekannte über den Untersberg veröffentlichte. Dr. Kammler gibt zu, dass er schon einmal mit jemandem Kontakt hergestellt hatte, um diese Geschichte publik zu machen. Am Ende des Buches sieht Stan Wolf die goldene Kugel am Untersberg. Im Band 5 der Steine der Macht, Finsternis im Zeichen des Kreuzes, schreibt Stan Wolf über die Hexenverfolgung im Mittelalter und in der Neuzeit. Wegen seiner Kritik an der Kirche ist Stan Wolfs Firma insolvent gegangen. Er erwähnt im Buch Die Hexenkartothek, das Forschungsprojekt des Dritten Reiches über die Hexenverbrennungen. Weiter schreibt er im Buch, dass er durch ein Dimensionsportal gegangen ist und in Argentinien an Land gegangen sei, mit 2 Wachsoldaten der Station. Stan Wolf meint, es gebe viele Portale auf der ganzen Welt und dass in Theorie jeder dadurch gehen könnte. Die Schattenregierung weiß über diese Portale oder Stargates Bescheid und nutzt es zu ihrem Vorteil. Weiter erzählt Stan Wolf über die 12 Untersbergkirchen, die es anscheinend nicht geben soll. In Band 6 der Serie beschreibt Stan Wolf, wie er zu einer Zentrale der Reichsdeutschen eingeladen wird. Er geht durch einen Dimensionstor und befindet sich in einer Basis der Reichsdeutschen, wo Soldaten die Geschehnisse auf der Erde überwachen. Dr. Kammler sagt, dass sie alles beobachten können und sich auf den Umbruch vorbereiten. Stan Wolf beschreibt auch, wie er mit Claudia nach Mauritius fliegt, um dort mit Delfin zu schwimmen. Er beschreibt die Relikte und Personen, die er während seiner Reisen begegnet ist. Der General sagt, dass mehr und mehr Leute sich der NWO-Tyrannei widersetzen werden und dass dies Teil des Umbruchs ist. Wer sich die gesamte Playlist von Stan Wolf, die Steine der Macht, anschauen möchte, der Link ist in der Beschreibung. Ich habe schon die ersten 4 oder 5 Bücher besprochen und selbst ein Interview mit Wolfgang Stadler geführt. Also im Band 7 der Serie der Steine der Macht trifft sich Stan Wolf mit Becker, den Illuminaten, und dem General Hans Kammler. Mit Becker redet er über die Zeitexperimente im Dritten Reich und Becker sagt, dass er aus der zweiten Zeitlinie stammt und in einer friedlichen Welt lebt und dass dies auch die Zukunft unserer Zeitlinie werden wird. Er meint, dass die Umwälzung oder Weltwende bald geschehen wird und dass die satanische Elite dann entmachtet wird. Wir werden uns jetzt einen Teil des Buches durchlesen. Kapitel 32 – Die Zeitlinien. Da sich immer mehr Zeichen häuften, welche auf eine unmittelbar bevorstehende Umwälzung hinwiesen, wollte Wolf wieder den Illuminaten kontaktieren. Dieser hatte ihnen ja verschiedene Zukunftsszenarien gezeigt,
was aber keinesfalls klare Aussagen waren. Wolf hätte sich mehr Klarheit gewünscht und nicht immer nur Andeutungen, was die Art und Weise des Umbruches und auch die Zeit, wann dieser erfolgen würde, betraf. Also rief er Becker an und wie meistens wurde ein kurzfristiger Termin vereinbart. Diesmal wieder im Untersbergwald, ganz in der Nähe, wo er den Illuminaten das erste Mal getroffen hatte. Es war Nachmittag und mildes Wetter, als Wolf den Waldweg entlang ging. Er erinnerte sich noch gut, als er vor vielen Jahren bei fast völliger Dunkelheit hierher gekommen war, um Becker zu treffen. Damals hatte er seine Polizeipistole eingesteckt gehabt, da er nicht ahnen konnte, was ihm da im finsteren Wald erwarten würde. Er musste innerlich lachen, als er sich die damalige Situation vorstellte, als er sich angsterfüllt auf den dunklen Waldweg vorantastete. Jetzt aber war es hell und die Sonne schien durch die Bäume. Es roch nach Tannennadeln und Moos, als er zur Kurve kam, hinter welcher der Schießplatz des Militärs begann. Heute brauchte er nicht mehr besorgt zu sein, von einem patrouillierenden Wachsoldaten vertrieben zu werden wie damals, als er mit Linda die Höhle mit den Manuskripten des Schriftstellers entdeckt hatte. Schon vor längerer Zeit war dieser Schießplatz geschlossen worden. Die Landesverteidigung war offenbar nicht mehr als wichtig angesehen worden. Alles lag friedlich am Fuße des Untersberges. Da sah er auch schon den Illuminaten von Weitem auf einem Baumstamm sitzen, welcher am Wegrand lag. Becker lächelte, als er Wolf erblickte. Er stand auf und begrüßte ihn mit einem Handschlag. Natürlich wusste er schon im Voraus, was Wolf von ihm wollte, und nachdem es sich die beiden auf dem Baumstamm bequem gemacht hatten, begann er. Das Wie, Wo und Wann dieser Umwälzung steht, wie ich Ihnen bereits schon gesagt habe, noch nicht fest. Aber Sie wollten mich doch auch etwas zu den Schieferöl und den Kristallen fragen, nicht wahr? Bevor Wolf noch antworten konnte, fuhr Becker fort. Denken Sie daran, wie ich Ihnen eins gesagt habe, dass Sie mit dem Kristall aus den Uni Ihr Dimensionstor ausfindig machen können, und denken Sie auch an den grünen Stein, den ich Ihnen gegeben habe, welcher die Mind-Control-Effekte der Geheimdienste außer Kraft setzt und zudem ein Abhören der Funktionskommunikation unmöglich macht. Das sind keine magischen Kräfte, welche hier wirken. Nein, das sind eben die den meisten Menschen unbekannten Eigenschaften der Mineralien. Sie können mit Steinen sehr viel beeinflussen und erst recht mit Kristallen. Sogar die Psyche von Menschen. Aber das wissen Sie als Rosenkreuzer schon. Wolf begriff, was ihm der Illuminat damit sagen wollte. Dieser sprach weiter. Sie wollten doch auch wissen, weshalb ich nicht von Veränderungen der Zukunft betroffen wäre und ich nicht fürchten muss, auf einmal aufzuhören zu existieren. Ja, erwiderte Wolf. Es wäre doch ein Paradoxon, wenn in der Gegenwart etwas geschehen würde, was Ihre Existenz in Frage stellen könnte. Bei unserer letzten Zusammenkunft habe ich Ihnen bereits gesagt, dass ich Ihnen diese Sache erklären werde. Im Jahre 1943 gelang es den deutschen Forschern einen Durchbruch, welchen man wohl als das gewaltigste Ereignis der Geschichte beschreiben kann. Es war ihnen möglich geworden, eine neue Zeitlinie zu erschaffen. Eine sogenannte Parallelwelt, welche bis dahin nur in Zukunftsromanen vorkam. Das Wichtigste dabei war aber, dass es ihnen auch möglich war, zwischen diesen Zeitlinien hin und her zu wechseln. Jetzt war Wolf absolut überfordert. Solch eine Aussage hatte er bis nur von Apollo gehört. Er hatte so etwas aber immer nur als Gefasel abgetan. Und nun erzählte auch Becker davon. Was sagen Sie da? Stieß Wolf irritiert hervor. Und ich komme aus dieser Zeit, einer neuen geschaffenen Zeitlinie. Deshalb kann mir auch eine gravierende Änderung Ihrer möglichen Zukunft nicht anhaben. Wie Sie sich nun vorstellen können, verlief oder besser gesagt, verläuft in dieser zweiten Zeitlinie eine andere Zukunft und somit auch eine andere Gegenwart. Ich will Sie jedoch nicht mit den Einzelheiten dieser Sachen überfordern, aber zumindest kann ich Ihnen sagen, dass diese Leute es geschafft haben, in einer besseren Welt leben zu können, auch wenn man sich so etwas kaum vorstellen kann. Sie sind dann also auch in der Lage, zwischen diesen beiden Zeitlinien zu wechseln, fragte Wolf. Ja, natürlich, meinte Becker. Deshalb ist es mir auch möglich, Ihnen Ratschläge und Anstöße zu geben, welche in Richtung einer positiven Zukunft in Ihrer Zeitlinie führen. Wir können genau beobachten, wie sehr in der Gegenwart gewisse Gruppierungen versuchen, um jeden Preis Macht auszuüben. Dies würde aber zu einem Fiasko werden, in dem die Menschheit letzten Endes zugrunde gehen müsste. Können wir nicht alle in diese zweite Zeitlinie überwechseln? Fragte Wolf. Rein theoretisch schon, erwiderte Becker. Aber dann könnte es vorkommen, dass manche doppelt vorhanden wären. Jetzt war es absolut zu viel für Wolf. Was redete dieser Illuminat, der eigentlich gar keiner war? Er brauchte nun eine Pause, um das Ganze zu verarbeiten. Auch Becker bemerkte, dass Wolf nun mehr erfahren hatte, als er im Augenblick verarbeiten konnte, und sagte deshalb, das Wichtigste in der jetzigen Situation ist jedoch die Sensibilisierung der Leute und deren Fokussierung auf den Untersberg. Nicht Angst vor irgendwelchen Folgen der Umwälzung, sondern Zuversicht soll sich ausbreiten unter den Menschen. Dies wird dazu führen, dass eine Zukunft entstehen kann, wie ich sie als letzte Variante von Untersberg aus gezeigt habe. Die beiden waren nun mehr als eine Stunde auf dem Baumstand im Wald gesessen. Wolf bedankte sich bei Becker, verabschiedete sich und schickte sich an zu gehen. Er hatte jetzt genug Informationen von den Illuminaten, welches erst einmal zu verarbeiten galt.
Becker meint, dass parallele Zeitlinien existieren und dass durch ein Experiment in 1943 im Dritten Reich eine zweite Zeitlinie entstanden ist. Er sagt auch, dass er aus dieser zweiten Zeitlinie stammt und durch Änderungen in unserer Zeitlinie nicht betroffen ist. Dadurch können keine Paradoxon entstehen. Er sagt auch, dass sein Wolf möglicherweise in der zweiten Zeitlinie doppelt existiert. Die Existenz von Paralleluniversen habe ich schon in meiner Star Trek-Serie besprochen. Wir werden uns jetzt ein weiteres Kapitel des Buches durchlesen. Kapitel 34 – Die Erschaffung der neuen Zeitlinie. Da Becker überraschenderweise diesmal nicht zu erreichen war, wandte sich Wolf an den General. Dafür stellte er über den neuen Kommunikationskanal eine Verbindung zu Obersturmbannführer Weber her. Als man auf die Frage, worum es ginge, einfach nur antwortete, um die Zeitlinien, kam die knappe Antwort, sie erhalten gleich Bescheid. Nach einigen Stunden übermittelte ihm Weber einen geheimen Treffpunkt, an dem er den General alleine sprechen könnte. »General«, begann Wolf, »in der Zwischenzeit bin ich über die Erschaffung einer neuen Zeitlinie im Dritten Reich informiert worden. Meine Frage an Sie ist kurz und bündig. Gehören Sie ebenfalls dieser neuen Zeitschiene an und sind Sie in der Lage, von dieser jederzeit in unsere Zeitschiene zu wechseln?« Kammler war auf diese Frage nicht gefasst, er schaute Wolf durchdringend an, so als würde er jede Regung seines Gegenübers studieren. Dann begann er, »ich habe Sie unterschätzt, aber offenbar haben Sie sehr mächtige Freunde, denn ich kann mir kaum vorstellen, wie Sie sonst auf die Sache mit der Zeitlinie gekommen sind.« Er überlegte eine Weile, dann fuhr er fort. »Ja, ich weiß natürlich von der Erschaffung dieser neuen Zeitlinie, aber das war ja bisher nie ein Thema bei unseren Zusammenkünften. Es gab 1943 im Reich ein streng geheimes Experiment, dieses ging sozusagen über meinen Schreibtisch. Damals ist etwas schiefgegangen und die Sache lief aus dem Ruder. Es begann damit, dass bei den Versuchen mit der Glocke die Gravitation und somit auch die Zeit verändern werden sollte. Ich möchte Sie nicht mit physikalischen Einzelheiten belasten. Stellen Sie sich einfach ein schwarzes Loch vor, so wie es im Weltraum vorkommt. Darin entsteht eine unendlich dichte Masse und die Zeit schrumpft gegen Null. Eine sogenannte Singularität. Dort gibt es sozusagen keine Zeit mehr.« Wolf war erstaunt, was er da von Kammler zu hören bekam. Das letzte Mal, als er so etwas Ähnliches gehört hatte, war damals vor Jahren gewesen, als er mit Claudia durch die uralte Eisentüren der Kirche direkt in einer sehr großen Klosterkirche am Muttersberg gekommen war, wo ihn ein Mönch dann gesagt hatte, dass es hier keine Zeit gäbe. Der General fuhr fort. Natürlich war das kein echtes schwarzes Loch, so wie sie in den Weiten des Universums existieren. Es war wesentlich schwächer und kleiner, aber es genügte, um einige unserer Physiker verschwinden zu lassen. Aber nicht nur das, das Experiment bekam eine Eigendynamik. Die Glocke, welche mit schweren Kabeln an ein Kraftwerk angeschlossen war, umgab sich mit einem blauen Schimmer, riss sich los, erhob sich und verschwand schließlich vor unseren Augen. Einige der Physiker lagen tot und verbrannt am Boden. Andere waren unansprechbar und wurden später für verrückt erklärt. Es roch nach verbrannten Kabeln und O-Ton. Einige aber blieben mit der Glocke verschwunden. Das war der Beginn der neuen Zeitlinie, wie wir aber erst später erfuhren. »Wohin ist die Glocke mit den Leuten verschwunden?«, war Wolfs Frage. »Sie ist in einer anderen Zeitlinie wieder aufgetaucht, sowie die überlebenden Physiker. Diese Leute waren dann auch später in der Lage, zwischen diesen Zeitlinien zu wechseln. Was damals genau geschehen ist, wissen wir bis heute nicht. Wir konnten dieses Experiment zwar reproduzieren, und es hatte den Anschein, als wäre es uns gelungen, ein solches schwarzes Loch in modifizierter Miniaturausführung zu erschaffen. Irgendwo gab es aber in der Geheimabteilung eine Schwachstelle, denn die Amerikaner hatten damals von unseren Versuchen erfahren und begannen ebenfalls auf Hochtouren zu experimentieren. Im Oktober 1943 verschwand dann die Eldridge, einen Zerstörer der US Navy im Hafen von Philadelphia, wobei so wie auch bei uns eine Menge ihrer Leute ums Leben kam. Auch dieses Schiff und mit ihm viele Besatzungsmitglieder dürfte dann zwischen den Zeitlinien gewechselt haben. Ob die Amerikaner die Zeitlinienforschung dann noch weiter verfolgt haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Für uns war es wichtig, eine neue Ausgangsbasis zu haben und wir nutzen diese Zeitlinie dann auch zur Errichtung einer für uns besseren Welt. Erinnern Sie sich, als wir sie mit Linda zur Basis 3 nach Atlantis mitgenommen haben? Diese Basis liegt ebenfalls in einer anderen Zeitlinie. Wolf stutzte. Soll das heißen, Linda und ich waren damals tatsächlich in einer Parallelwelt? Wäre das denn für Sie so schlimm, fragte Kammler. Wie Sie selbst schon gesehen haben, konnten Sie überhaupt keinen Unterschied bemerken, als sie in die andere Zeitschiene übergewechselt sind. Wolf musste ihm recht geben. Trotzdem war es für ihn auch, jetzt im Nachhinein ungeheuerlich, dass er mit Linda außerhalb unserer gewohnten Zeit gewesen war. Für den Einzelnen fühlt er sich nicht anders an, als würde er an einen anderen Ort kommen. Er könnte gar nicht feststellen, dass er sich eigentlich in einer anderen Welt befindet. Wir haben diese Übertrittsportale mittlerweile verfeinert und mit einer ausgereiften Technik versehen. Todesfälle wie damals 1943 gibt es schon lange nicht mehr. In der Zwischenzeit können wir exakt in die Zeit und den Ort festlegen, zu dem wir möchten. Auch die Eingänge zu unseren Stationen funktionieren nach diesem Prinzip. Dort, wo das Wasser über das Wasser fließt, oder im Wald über den alten Grenzübergang, auch hoch oben im Brunntal auf der Nordseite des Untersberges, bei den alten Wächtüren, wo sie zum ersten Mal Kontakt mit Weber hatten,
Das alles sind Übertrittsstellen in diese andere Zeitlinie. Dass dort im Werk die Zeit etwa 300 Mal langsamer vergeht, hat wieder mit etwas anderem zu tun, aber das erachte ich im Augenblick nicht als wichtig. Ja, antwortete Wolf, jetzt beginne ich einiges zu verstehen. Ihre heutige Wissenschaft ist noch nicht in der Lage, in anderen Zeitlinien zu wechseln. Diese Forschung wurde nie so richtig forciert. Deshalb ist es bisher auch nie ernsthaft zu Konflikten gekommen. Können Sie sich vorstellen, was das für uns bedeutet hat? Wolf nickte, sie sind quasi unangreifbar geworden. Und dennoch gibt es auch bei uns Bestrebungen, diese Zeitlinien zumindest teilweise wieder zusammenzuführen. Dies soll aber erst nach der großen Bereinigung, nach der Umwälzung geschehen. Habe ich Ihre Neugier mit diesen Ausführungen zufriedenstellen können? Wolf hatte erst einmal genug vom General erfahren. Er würde eine Zeit brauchen, um diese Neuigkeiten zu verarbeiten. Also die Botschaft der Bücher von Stan Wolf ist folgendes. Er sagt, dass die Reichsdeutschen überall auf der Welt Basen haben und auch in anderen Zeitlinien. Und dass die Reichsdeutschen sich seit Jahren auf den Umbruch vorbereiten. Wie ich schon seit Jahren sage, in meinen Videos über Prophezeiungen. Dr. Hans Kammler sagt, dass der Umbruch heftig sein wird, aber dass mehr und mehr Menschen erwachen und rebellieren werden und sich erheben wird gegen die wahren Machthaber. Dies ist schon Teil des Umbruches, das Erwachen der Menschheit. Dr. Hans Kammler sagt, dass Mineralien und Kristalle bestimmte Eigenschaften besitzen und dass durch einen schwarzen Stein der Zeitfluss in der Station des Generals 300 Mal langsamer verläuft als bei uns hier draußen. Das heißt, ein Tag beim General in der Station ist gleich 300 Tage bei uns hier draußen. Dadurch konnte er in nur 3 Monaten über 70 Jahre lang verbringen. Nun, ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und wenn ihr eine kleine Spende machen könnt, die Details in der Beschreibung. Viele Grüße aus dem Weltraum und tschüss!